Guten Morgen. Habe ich doppelt gesagt? Guten? Ich glaube, ich habe zu früh angefangen zu quatschen. Willkommen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Und willkommen natürlich zu eurer Tagesbotschaft. Ihr seht die am Freitag, glaube ich. Oder wann auch immer, ist ja auch egal. Ich sitze hier gerade am Mittwoch, frisch vom Mittwoch. Falls ihr merkt, am Mittwoch ist irgendwas passiert. Die Engelbotschaft. Eine Leichtigkeit. Huhu. Vielleicht solltest du dich daran erinnern. Sollst du die Leichtigkeit jetzt mal wieder hervorholen? Hast du die Leichtigkeit verdient? Wenn ja, wo und in was? Verliert den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinnt an euren Impulsen, bitte. Dankeschön. Wir gucken, was gibt's. Bevor wir mit dem Tarot reingrätschen. Um was geht's hier? Wo brauchst du eine Leichtigkeit? Wo hast du die Leichtigkeit verdient? Na, hupsi. Grund, bitte, Grund. Was ist denn hier los? Hast du mit so vielen Themen zu tun? Der Grund. Der Grund bist du. Hauptperson. Hier, ich zeig's euch. Der Grund bist du. Es steht dir die Leichtigkeit zu. Aber, logischerweise, was gibt's hier? Eine Rechtsprechung. Ah, ja. Vielleicht solltest du von anderen Dingen jetzt mal loslassen und dich entscheiden für dich selbst, damit du hier in die Leichtigkeit kommst. Was haben wir noch? Rechtsprechung. Liebesglück, das darf doch nicht wahr sein. Hatten wir doch gestern auch. Mein Gott, du hältst hier irgendwo fest, ja? Du hältst an irgendwas fest, aber die Leichtigkeit liegt im Liebesglück. Du musst dich hier freisprechen, du musst dich hier frei machen, du musst dich trauen, irgendwas machen, was für dich Sinn macht, ja? Du musst dich hier freisprechen. Könnte ganz stark in die Tendenzen gehen, wo Menschen festhalten oder noch in einer Beziehung sitzen, wo sie merken, scheiße, ich komme nicht raus, ja? Es ist ganz, ganz wichtig, dich hiervon freizusprechen, vielleicht Scheidungen einzureichen, abzuwarten. Natürlich jetzt nur nicht, weil ich das sage, sondern weil du es machen möchtest, ja? Und die Leichtigkeit liegt im Liebesglück. Du empfindest hier momentan, wo du bist, kein Liebesglück oder in der Verbindung Freundschaft beenden, ja? Irgendwas stört hier. Oh ja, wir haben hier die Verzweiflung und wir haben ein reiches Mädchen. Hier stört eine Person, ob Junge oder Mädchen, ist egal. Hier stört eine Person in diesem Prozess, der mit dir zu tun hat oder deinem Gegenüber. Hier funkt immer wieder was rein, ja? Und du bist verzweifelt. Du hast hier vielleicht auch deine Persönlichkeit komplett verändert, um hier jemanden halten zu können, eventuell. Nicht konzentrieren auf Konkurrenten, ja, oder dass du das Gefühl hast, hier ist jemand, der dein Gegenüber wegholt, abholt, ja, dann kannst du nichts machen, ja, dein Gegenüber ist dafür auch verantwortlich oder du machst es aufgrund von, Achtung, für dein Kind, aus Gründen für Kinder, ja, dieses Mädchen oder dieser Junge demnach, der dir ganz viel bedeutet, kann sein, dass du dich hier unbedingt freisprechen musst, damit du hier rauskommst für deine Kinder, für andere Personen, die hier mit dranhängen. Ferne Horizonte, ja, du musst das loslassen, ja. Es liegt dir schon sehr lange in dieser Problematik drin. Das heißt, du bist verzweifelt, nicht erst seit gestern und auch nicht erst seit 2 Monaten. Das ist hier ein langes Ding, ja, das ist schon abgefahren. Du musst jetzt hier einfach nur den Anker reinholen. In Gedanken bist du schon längst weg aus dieser Verbindung. Du weißt, dass es hier nicht mehr zu kitten geht eventuell. Du musst hier raus, ja? Wenn es mit einem Beruf zu tun hat, was ja auch ein Liebesglück in dem Sinne bedeuten kann, dass sich dein ganzes Leben umändert, wo du bei deinem Beruf hier nicht glücklich bist, dann hat das auch was damit zu tun, du musst hier eine Veränderung eingehen, ja? Weil du ja einfach nur noch verzweifelt bist. Du wirst sie vielleicht durch den Anker zwangsweise gehalten, um Fixkosten zu halten, etc. pp. Aber letzten Endes liegst du mit deinem Kopf schon ganz woanders. Ja? Du hast hier schon eine ganz andere, ein ganz anderes Ziel gesucht. Wir haben hier einen angenehmen Brief, du musst dich trauen. Ja? Du musst dich hier trauen, du hast hier jemanden an deiner Seite oder wirst jemanden an deine Seite bekommen. Hier wird alles positiv ausgehen. Hier hilft dir ein Mensch. Ein guter Herr, eine gute Dame kann es auch sein. Ein angenehmer Brief. Hier ist Hilfe zu erwarten aus einer Gemeinschaft oder aus einem Familienmitglied oder wie auch immer, ja. Oder von der Arbeit. Jemand, der dir hilft, vorwärts zu kommen, neu reinzukommen, wie auch immer. Du bekommst hier Hilfe. Du wirst hier gestärkt. Du wirst hier gestärkt. Ich lege mal auf diese Leichtigkeit. Wo soll die hingehen?
kleines Kind. Ja, also wirklich entweder für Kinder, dass du ein Vorbild sein kannst und sein möchtest, weil deine Kinder sehr viel gelitten haben unter dieser Beziehung oder unter deinem Trauma, was du hier erlebt hast, oder es sind deine eigenen Kinderthemen, ja. Und das kleine Kind ist gleichzusetzen mit der Leichtigkeit hier im Kipper. Das ist wieder so ein Neuanfang, kann es auch darstellen, ja. Wir gehen mal rein mit dem Tarot. Ja, ganz klare Sache. Die Rechtsprechung, du musst hier irgendwas verändern. Es geht hier was in die Veränderung. Du hast die Welt, das Arkanum, die Welt, und wir haben hier 8 der Münzen. Es könnte wirklich mit Arbeit zu tun haben, dass du hier rauskommst, ja, dass du einen Job wechselst oder dass du die Entscheidung getroffen hast zu kündigen. Der Weg für dich führt in eine andere Welt, ja. Dieser Abschnitt ist hier beendet, den du gemacht hast. Und sehr vielversprechend weißt du auch, dass es immer leichter wird, ja, weil schwerer kann es nicht mehr werden. Du hast dafür sehr viel gearbeitet, sehr viel Geduld gehabt für den Prozess. Wenn es nichts mit Arbeit zu tun hat, dann gehst du hier raus, ja. Du beginnst den neuen Step, weil du gemerkt hast, alles, was du hier hattest, ist desillusionierend, ja. Du hast dir selber deine Blasen aufplatzen können. Andere haben vielleicht dafür gesorgt, dass die Blasen aufgeplatzt werden. So kannst du zumindest nicht mehr weitermachen, ist dein Denken. Im Herz haben wir hier der Stern, Wassermann-Energie. Dein Wunsch, dein Herzenswunsch folgendermaßen. Oh, wir haben hier auch die Nachrichten. Wir hatten einen angenehmen Brief. Der löst es ab, ja. Dein ganzer Kummer, dein ganzer Schmerz, dein ganzes... ich weiß nicht, ja, dein Kontradenken wird hier ab. Also auch dieser Bote steht da, ja, der bringt dir die Nachrichten, mach dir keine Sorgen, dein Schmerz ist so oder so da, ja, aber ich helfe dir, mit guten Nachrichten dieses zu überstehen, zu überwinden. Dein gebrochenes Herz kann dir hier in der alten Situation nicht vorwärts helfen. Tendenz, oh, sorry. Oh, ja, du wirst ein Macher. Alles geht in die richtige Richtung. Habe keine Angst. Oh, hier kommt auch was Neues rein, ja? Ich sag dir, du hast dich gefunden in der Verbundenheit. Alles, was du vom Gefühl her mal gemacht hast, wird jetzt ins Handeln übergehen. Du wirst hier gestärkt rausgehen. Du hast hier eine andere Macht angenommen für dich selbst, mit der du viel leichter umgehen kannst. Für deine Selbstliebe schlechthin, du wirst machen, ja. Und hier kommt was Neues rein, die Verbindung zu dir selbst und zu anderen Menschen. Du wirst hier ganz anders gesehen. Es könnten neue Kontakte entstehen, die Verbindung. Und es sind auch Menschen an dir interessiert. Und pass auf, schlagartig, ja. Die Entscheidung war absolut richtig, powerful, stark. Du zweifelst an dieser Entscheidung nicht, weil es nichts zu zweifeln gibt. Du merkst diese Leichtigkeit, wenn du hier in deine eigene Rechtsprechung gehst, ja. Letzte Engelbotschaft für den Freitag. Zwei. Schaffe Klarheit und förder das Ganze. Das A und O, ja. Damit kommst du in die Leichtigkeit. Das ist dein Geheimnis. Schaffe Klarheit und förder das Ganze. Machst du aber, weil du hier als gestandener König der Münzen bist, ob Mann oder Frau. Das ist eine erdige Energie. Du handelst. Du hast das in die Tat umgesetzt. Ja, das bleibt hier nicht als Illusion, sage ich mal. Die knallst du dir hier auf, ja. Da hast du was gemerkt. Du hast hier ganz viel Hilfe dran. Das ist fast so ähnlich wie gestern. Du hast hier ganz viel Hilfe und schlagartig wird sich die Situation mit 8 der Stäbe hier verbessern. Ja, das könnte rasant gehen, wenn du dich endlich dafür entscheidest, hier den Schritt zu machen. Es ist, glaube ich, nur ein Schritt und automatisch schlägt sich die Energie bei dir genau in deine Richtung, auf diesen Schritt, wo du die ganze Zeit drauf verzichtet hast. Ja, aus Angst, aus Kummer, aus Sorge, wie wird was? Aber für viele Menschen geht es hier vorwärts in die Leichtigkeit, weil sie sich trauen, weil sie das machen müssen für sich selbst. Das sind sie sich schuldig oder für andere in der Rechtsprechung, ja? Ihr Lieben, wollen wir mal wieder. Ihr kriegt eure Seifenblasen. Oh, Traum zerplatzt. Könnt ihr euch gerade daran erinnern, dass ich gesagt habe, es muss nur ein Schritt gemacht werden. Ja, so schnell ist eine Desillusionierung, ja? Da war nichts, da wollte nichts raus. Traum geplatzt. Ihr müsst einen Schritt machen, eine Handlung, so wie ich gerade. Traum geplatzt und ihr wisst Bescheid, alles klar. Da will etwas nicht, ich muss die andere Richtung laufen. Bleibt gesund, tschüssi. War ein bisschen kurz heute, wa? Ja, irgendwie. Bei mir haben die 8 der Stäbe auch eingeschlagen, glaube ich. Tschüssi, ihr Lieben.